So, hier die Pipe Jump News live aus North Dakota vom Theodore Roosevelt National Park Visitor Center South Entrance. Bin ich mal hingefahren. Ich dachte, ich könnte dann zu dem Nordteil auch durchfahren, durch vom Süden nach Norden, aber dazwischen scheint wohl ein riesen Gebirge zu sein. Das heißt, ich kann hier nur einen Loop fahren, kann mir ein bisschen alles angucken und dann muss ich hier wieder raus. Und dann habe ich noch ein paar hundert Kilometer vor mir. Bis zur nächsten Station. Ist scheiße kalt, 2 Grad. Was aber wieder lustig ist, ist immer, schaut euch mal um. Der Parkplatz vom Visitor Center. Brechend voll. Die Ranger dann drin. Da muss ja Eintritt bezahlen. Kostet $20, der Quatsch, aber ist egal. Ist ja für einen Nationalpark. Die gucken mich immer an, wenn du da reinkommst. Was ist das für ein Idiot? Alter, hat er die Jahreszeit nicht erkannt oder was? Aber ist mir egal, weil ich habe trotzdem Spaß. Gerade eigentlich viel mehr Spaß, wenn so wenige Menschen da sind. Menschen sind blöd. Quatsch. So, ich fahre jetzt mal los. Vielleicht nehme ich euch gleich mal irgendwann ein Stück mit. Aber ich glaube, das Wetter ist auch nicht so toll, dass es nicht so schön ist. Aber hier sollen auch Bisons sein. Gucke ich mal. Wenn ich einen sehe, mache ich eine Picture. Bis dahin,